Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Infovideo. Heute dreht sich mal wieder alles um das Bumblebee-Spin-Off. Wir haben zwar keine neuen bewegten Bilder, dafür haben wir die ersten Bilder von den offiziellen Toys zu dem Film. Und das allererste Toy, was wir so sehen können, ist dieses hier. Wir haben hier den Power Charge Bumblebee. Auf dem Verpackungsbild sieht er eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben hier unten links den Alt Mode von Bumblebee. Er ist ja in dem Film ein Käfer. Und daneben gleich das Computerbild von Bumblebee, die CGI-Version von ihm. Die ganze Verpackung sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir haben hier an den Seiten so kleine Rostflecken, dort wo der Transformer-Schriftzug ist. Wie gesagt, das Verpackungsdesign sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ist das gleiche Design wie schon bei den Studio Series, so ein bisschen angelehnt. Dann haben wir einen dezenten Hinweis, dass er 25 Sounds und Sprüche auf Lager hat. Dazu gibt es natürlich Licht, alles blinkt. Und darüber das Bild Charge Up Bumblebee. Das heißt, man kann ihn wahrscheinlich aufladen. Wäre natürlich interessant, wenn diese Figur ohne Batterien auskommen würde, aber man kann hier unten sehen, ja, es muss eine Batterie eingelegt werden. Ansonsten wäre es ziemlich cool gewesen, wenn man dieses Rad dreht und dadurch Bumblebee auflädt. Das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Ist natürlich auch ein schöner Öko-Gedanke dahinter. Weniger Batterien, weniger Müll, weniger Umweltverschmutzung. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, Bumblebee sieht hier drin eigentlich sehr gut aus. Wir haben hier links rechts seine Kotflügel auf den Schultern. Das ist so Bumblebee-typisches Design mittlerweile. Und ansonsten, ja, viel graues Plastik natürlich. Eine simmende Farbbegebung sehe ich jetzt hier nicht auf Anhieb. Das Gesicht hat ein bisschen Farbe abbekommen. Und am Rücken befinden sich natürlich seine Türen. Ja, springen wir weiter zum nächsten Bild. Hier sehen wir Bumblebee in seinem Old Mode. Die Scheiben sind, ja, dunkel lackiert. Ich nehme nicht an, dass es wirklich durchsichtiges Plastik ist, was im Nachhinein getönt wurde. Aber im Großen und Ganzen kann man sehen, dass Bumblebee keine großen Spaltmaße hier hat. Die Transformation wird ziemlich simpel sein, wie es üblich ist bei diesen großen Transformer-Figuren. Und ja, sieht in meinen Augen sehr, sehr gut aus. Wir haben hier einen schönen Seitenspiegel, die Räder sind grau. Ich hätte mir Silber gewünscht, so wie den Spiegel auch und den Türengriff. Und natürlich die Frontstoßstange und Heckstoßstange. Also man sieht hier, wird ein bisschen gespart, finde ich ein bisschen schade. Die Scheinwerfer vorne sind blau. Und ansonsten, ja, ist das ein typischer Käfer. Weiter geht's zum nächsten Bild. Wir haben hier Bumblebee ohne seine Verpackung in seinem Robotermodus. Und ich muss sagen, dass es eigentlich wirklich nicht so schlecht aussieht. Vor allem kann man sehen, dass er hier seine Battle Mask auf hat. Also das wird ein Gimmick von ihm sein. Hinten an den Türen können wir sehen, dass die natürlich die Flügel bilden, wie es bei Bumblebee eigentlich üblich ist. Bis auf Age of Extinction, da war es nicht so. Und man kann auch sehen, hinter den Türen ist noch die komplette Seitenpartie, die man zusammenklappen kann und die dann auch hinter den Türen verschwindet. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Hier unten an den Füßen können wir sehen, dass die Frontstoßstange sich an der Innenseite der Unterschenkel befindet, also der unteren Teile der Beine. Und auch hier muss ich sagen, dass sie sich doch mit der Transformation ja schon Mühe gegeben haben, obwohl ich stark vermute, dass das ganze Dach hinten auf dem Rücken verstaut wird. Also wir sehen die Windschutzscheibe und den Rücken garantiert auf anderen Bildern hinten auf dem Rücken. Ja, ansonsten, wie gesagt, zur Farbgebung habe ich ja schon einiges gesagt. Wir haben hier viel graues Plastik. Leider ein bisschen schade, aber die Battle Mask sieht sehr, sehr cool aus. Dieses Rad, was sich in der Mitte bewegen lässt, ja, wird wahrscheinlich ein schönes Gimmick sein, was die Sounds und die Sprüche aktivieren kann. Ja, das soll schon gewesen sein. Ein kleines Video zu dem Power Charge Bumblebee. Und ich hoffe, wir bekommen noch wunderschöne Toys von dem Film. Ich bin gespannt auf die anderen Figuren. Ja, das soll es auch gewesen sein, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal.